Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über das MacBook Pro 2020 mit 13 Zoll sprechen. Und los geht's nach dem Intro. Nach extrem langem Warten ist das MacBook Pro endlich bei mir angekommen. Nach 2 Wochen intensiver Nutzung möchte ich euch jetzt meine Meinung zu diesem Gerät geben. Fangen wir mit der Verarbeitung und dem Design an. Das MacBook Pro ist aus einem Aluminiumblock gefertigt und ist in Space Gray oder in Silber erhältlich. Ich habe mich für Space Gray entschieden, weil ich schon ein MacBook hatte, was Silber war. Außerdem ist unverändert das 4 Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse im Gerät verbaut worden sind und eine auf der rechten Seite eine Kopfhörerbuchse zu finden ist. Auch an Bord ist natürlich eine Touchbar mit einem Fingerabdrucksensor auf der rechten Seite der Tastatur. Dazu kommt natürlich auch ein Retina-Display mit 13,4 Zoll, welches eine Auflösung von 2560x1600 Pixel hat. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt viel, was sich am 13 Zoll MacBook getan hat. Natürlich haben sich sehr viele ein 14 Zoll MacBook gewünscht. Da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich mir auch gewünscht, bin aber trotzdem recht zufrieden mit der Ausstattung. Unter der Haube befindet sich ein Intel-Prozessor der 10. Generation, der speziell für Apple entworfen wurde. Der Teufel liegt ein bisschen im Detail. Wenn man jetzt ein günstigeres Modell kauft, dann bekommt man nur einen Prozessor der 8. Generation. In meinem MacBook Pro 2020 mit 13 Zoll ist ein i7, also ein Quad-Core, mit 2,3 GHz, 32 GB RAM, 1 TB SSD und die Iris Plus Graphics mit 1,5 GB verbaut. Ich habe das MacBook jetzt über 2 Wochen lang getestet, habe natürlich auch rechenaufwendige Programme genutzt, wie zum Beispiel Adobe Photoshop oder verschiedene Messenger oder Chrome. Und das alles in Kombination und da wurde das MacBook nicht mal richtig warm. Auch bei 4K Rendering oder 4K Vorschauen in Adobe Premiere anzuschauen ist überhaupt kein Problem. Das MacBook performt relativ gut. Ich muss sagen, natürlich, ich hatte ein extrem altes MacBook vorher, also ein 2014er MacBook Pro mit 15 Zoll. Und es ist schon ein großer Unterschied. Auch die Renderzeiten sind extrem gut, kann man nichts dagegen sagen. Weiter geht's mit der neuen bzw. alten Tastatur des MacBook Pros 2020 mit 13 Zoll. Noch nie wurde so viel spekuliert und so viel gesprochen über eine Tastatur wie bei diesem Modell, denn in den letzten Versionen der MacBooks wurden Keyboards verbaut, die sich Butterfly Keyboards nennen und diese haben extrem viele technische Probleme mit sich gebracht und Apple hat sich gedacht, wir tauschen das wieder aus und bringen eine neue Tastatur zu den MacBook Pros. Wenn ich ehrlich sein darf, die Tastatur ist genau so, wie ich mir eine Tastatur bei einem Laptop vorstelle. Und wenn ich meine Meinung sagen darf, das ist eigentlich die beste Tastatur, die ich je bei einem Laptop spüren durfte, beziehungsweise wo ich drauf tippen durfte. Und natürlich gibt es neben der Tastatur auch noch was Neues. Und zwar gibt es eine physikalische Escape-Taste und das Force Touchpad ist eigentlich auch wie immer außergewöhnlich gut. Da gibt es natürlich viel, viel schlechtere Varianten, auch im Windows-Bereich. Aber Apple verbaut wirklich unglaublich gute Force Touchpads bzw. Touchpads. Und das Keyboard ist jetzt eigentlich auch wunderbar und ich freue mich, das wirklich in meinem Laptop zu haben. Kommen wir zu einem kurzen 4K bzw. Videoschnitt-Fazit. Das ganze Video ist hier auf dem MacBook Pro aus 2020 mit 13 Zoll geschnitten und natürlich auch gerendert worden. Ich habe die Aufnahmen in 4K und 25 FPS aufgenommen, habe dann das ganze Videomaterial in Adobe Premiere geladen und habe dann auch ein paar Dynamic Link Verbindungen zu Adobe After Effects gemacht, natürlich auch mit Adobe After Effects die Effekte gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, die Vorschau und auch die ganze Verbindung mit Adobe After Effects hat super funktioniert. Man kann alle Vorschauen richtig sehr super mega smooth anschauen, wenn man das so formulieren möchte.
Und ich kann das Gerät an jeden Videografen, Fotobearbeiter empfehlen. Das Gerät wird euch nicht enttäuschen und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt mein All-Day-Driver für alles, was in diesem Bereich so anfällt. Schlussendlich kommen wir jetzt noch zum Fazit zum MacBook Pro 2020 mit 13 Zoll. Ja, für mich ist der Laptop mein Alltagsgerät fürs Studium, für die Arbeit, für meine Selbstständigkeit, weil er einfach in der Konfiguration, so wie ich ihn bestellt habe, perfekt für mich ist. Ich kann Video schneiden, ich kann Bild bearbeiten, ich kann Office-Stuff machen, das funktioniert alles ohne Probleme. Und ich kann den Laptop an jeden empfehlen, der irgendwas mit Video oder Bildbearbeitung zu tun hat und der einen kleinen, leistungsstarken Laptop haben möchte, der easy mitzunehmen ist. Natürlich verstehe ich das, wenn viele sagen, okay, ich möchte 16 Zoll MacBook, weil da gibt es eine dedizierte Grafikkarte und da ist mehr Leistung drin. Aber braucht man die Leistung? Das muss man abschätzen. Natürlich auch Preis-Leistung ist auch eine Frage. Aber für mich ist auch für mich ist auch wichtig, dass ich den Laptop leicht mitnehmen kann. Und deswegen kann ich ihn nur empfehlen. Ja, das war's auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt noch die Frage, wie findet ihr das MacBook Pro 2020 mit 13 Zoll? Würdet ihr das kaufen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde euch natürlich so viele antworten, wie ich kann. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.